Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über NavAlert. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man einen Alarm auf dem NavAlert verwenden kann und einrichten kann. NavAlert ist ein NMEA 2000 Alarmsystem. Durch die Verbindung mit dem NMEA 2000 Netzwerk des Schiffes können Sie benutzerdefinierte Alarme für Daten erstellen, die im Netzwerk zirkulieren und auch benutzerdefinierte Anker- und Kollisionsalarme erstellen. Um Ihnen das Produkt unter realen Bedingungen zu zeigen und zu erklären, werden wir Ihnen dies anhand des Videos eines Kollegen zeigen, der den NavAlert auf sein Boot angeschlossen hat. Wie alle DigitalJ-Produkte, die über eine Webschnittstelle funktionieren, wird NavAlert sein eigenes WLAN herstellen, damit Sie sich damit verbinden können. Dazu suchen wir nach verfügbaren WLAN-Netzwerken, wählen dasjenige aus, das mit NavAlert und den vier einzigartigen zufälligen Zeichen Ihres Produkts beginnt. Das Passwort ist einfach PASS, P-A-S-S, Bindestrich und die vier Zeichen, die für Ihr Produkt einzigartig sind. In diesem Fall also AD20. Ich wiederhole, PASS-AD20. Wenn Sie sich eingeloggt haben, öffnen Sie einen Browser und gehen Sie auf die Webinterface. Sie geben die IP-Adresse 192.168.1.1 ein und gelangen auf die Startseite des Webinterface. Die Benutzeroberfläche des NavAlert ist sehr einfach, klar und hat 6 Kategorien. Wir beginnen damit, uns die Kategorie Konfigurieren von Alarmen anzusehen. Wir gehen also zu Config Alerts und sehen, dass wir bereits 4 Alarme auf dem Boot konfiguriert haben. Einen Alarm für den Wind, 2 Alarme für die Batteriespannung, falls diese zu niedrig ist, dementsprechend weniger als 48 Volt oder zu hoch, dementsprechend mehr als 52 Volt. Und einen letzten Alarm über einen zu hohen Verbrauch des Bugstrahlruders. Sie können auch sehen, dass sich diese Werte automatisch auf der Benutzeroberfläche aktualisieren. Sie brauchen die Seite nicht neu zu aktualisieren. Alles ist automatisch. Als nächstes zeige ich Ihnen, wie Sie einen Alert erstellen. Sie drücken einfach auf Add Alert und ein Fenster öffnet sich. Sie werden sehen, dass Sie eine ganze Reihe von vordefinierten Alarmen haben, die mit der Navigation der äußeren Umgebungen des Bootes, dem Motorantrieb oder der Elektrizität zusammenhängen. Wenn in allen diesen definierten Alarmen nicht der Alarm enthalten ist, den Sie suchen, können Sie mit der Schaltfläche Add Custom Alert einen benutzerdefinierten Alarm auf dem Boot einstellen. Sie werden eine Liste aller auf dem Boot verfügbaren PGNs sehen, da NavAlert alle Daten überwacht, die sich im NMEA 2000 Netzwerk befinden. Sie können aus allem einen Alarm erstellen, zum Beispiel aus der Position, Ihrem Kurs. Sie brauchen nur ein Gerät, das an das NMEA 2000 Netzwerk angeschlossen ist, um diese Daten zu übertragen. Aus diesem Grund ist NavAlert ein einzigartiges und interessantes Produkt, denn Sie können mit jedem beliebigen Datenwert den gewünschten Alarm erstellen. Für dieses Beispiel werden wir einen Tiefenalarm erstellen. Es handelt sich um PGN 128267. Klicken Sie darauf. In einem PGN wird nicht nur ein einziger Datensatz übertragen, sondern mehrere. Und wir wählen den aus, der uns interessiert. Hier ist es also die Wassertiefe, Water Depth Transducer. Dann können Sie die Stärke des Alarms und die Dauer des Alarms einstellen. Sie können auch einen Alarm über das NMEA 2000 Netzwerk senden. Was ist der Nutzen davon? Wenn Sie einen Garmin MFD oder einen anderen MFD haben, der Alarm-PGNs unterstützt, sobald ein Alarm auf dem NavAlert aktiviert wird, erhalten Sie eine Nachricht auf dem Bildschirm, die Ihnen sagt, Achtung, der PGN-Alarm.
Sie können dies akzeptieren. Sie können den Ton über Ihren Bildschirm stumm schalten, etc. Wenn Sie diese Funktion in den Einstellungen konfiguriert haben, können Sie auch eine Alarm-SMS von Ihrem 4G Connect, 4G Extreme oder 5G Extreme Router aussenden. Wenn alles eingerichtet ist, können Sie auf Finish stellen drücken. Der Alarm ist noch nicht eingerichtet, weil wir die Grenze noch nicht eingerichtet haben. Und wir sehen, dass sie auf 0 steht. Wenn wir zum Beispiel die Grenze auf weniger als 4 Meter setzen, werden wir benachrichtigt, wenn die Tiefe weniger als 4 Meter beträgt. Außerdem sollen Sie die Taste Save drücken, wie in der Meldung hier angekündigt. Wenn Sie auf Speichern drücken, ist die neue Warnung nun wirksam. Wenn die Tiefe nun abnimmt und geringer wird, ertönt ein Alarm im Boot. In dieser Simulation kann man ihn nicht hören. Aber an Bord Ihres Bootes wird es einen akustischen Alarm geben. Um ihn stumm zu schalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Mute oben rechts. Dann gehen wir auf die Seite Alert Status. Wir kehren zum Home-Menü zurück und gehen auf Alert Status, wo wir alle Alarme sehen, die wir zuvor eingestellt haben. Sie können zum Beispiel sehen, wann der Alarm ertönt ist und welchen Status er hat. Hier haben wir ihn also stumm geschaltet. Sie können auch bestätigen, wenn Sie ihn erkennen und die Tiefe wieder über 4 Meter steigt, wird der Alarm wieder auf normal gestellt. Sie sollen unbedingt den Wert der ACK-Taste, Acknowledge auf Englisch, erkennen. Sobald der Wert wieder über 4 Meter liegt, geht die Warnung auf normal zurück und es gibt keine weitere Warnung. Sie können auch sehen, dass der Zähler um 1 erhöht wurde. Um Ihnen mitzuteilen, wie viele Warnungen es seit dem Einschalten des NavAlerts gegeben hat. Die nächste Kategorie, die wir haben, ist der Ankeralarm. Also wenn wir den Anker setzen. Wir sehen eine grafische Benutzeroberfläche mit der Tiefe, der Windgeschwindigkeit und der Bootsgeschwindigkeit in Knoten. Wenn wir auf Konfigurieren tippen, können wir zu den Alarmeinstellungen. Der Chain zu Rope Factor ist ein Werkzeug, ein Koeffizient. Je höher man ihn einstellt, desto größer ist die Distanz, über die der Alarm ausgelöst wird. Der Algorithmus multipliziert den Wert mit dem Wert der Tiefe. Hier lag die Tiefe bei 4 Metern. 3 mal 4 ist 12 Meter. Sobald sich das Boot also 12 Meter aus dem Ausgangspunkt entfernt, wird der Alarm ausgelöst. Dann haben wir GPS zu Anchor Offset. Um einen Offset zwischen Anchor und GPS zu erzeugen, falls Sie ein größeres Boot haben. Dann Alarm Tone ist die Stärke des Alarms. Man kann auch die Dauer des Alarms einstellen und einen Alarm-PGN erstellen und eine SMS senden. Wenn alles gut ist, drückst du auf die grüne OK-Taste. Sie sollen auf den kleinen Anker oben rechts drücken, um dem NavAlert mitzuteilen, dass sie den Anker gesetzt haben. Wenn sich die Boote auf diese Weise entfernt, ertönt nach einer Weile, sobald sich das Boot mehr als 12 Meter vom Anker entfernt hat, der Alarm und der Kreis wird rot. Wir haben zu Alarmstatus zurückzukehren, um zu sehen, dass wir einen aktiven Alarm haben. Sie sollen ihn erkennen und die Einstellungen zurückkehren, um ihn zu deaktivieren. Dann haben wir AIS-Alarm. Das sind die AIS-Alarme, die Kollisionswarnung CPA und TCPA. Man kann diese Alarme mit dieser Schaltfläche oben rechts aktivieren, da sie standardmäßig nicht aktiviert sind. Wenn sich Schiffe in ihrem Bereich von weniger als einer Seemeile von unserem befinden, ertönt ein Alarm.
Man kann auch alle AIS-Ziele, die man empfangen hat, welche Ziele gefährlich sind und welche Ziele kritisch sind, und den Alarm auslösen dadurch. Das war's für diese Präsentation des NavAlert. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, können Sie auf www.digitalj.de gehen oder uns eine E-Mail an info@digitalj.de schicken. Vielen Dank.